Seid gegrüßt und willkommen zum neuen Video. Ich weiß, ihr seht aus wie Sau. Es gibt heute ein Review und eine Verlosung, also bleibt dran. Hallo! Was ist hier los? So, ihr könnt was gewinnen und ich mache es jetzt nicht spannend. Ich sag's direkt am Anfang des Videos, ihr könnt diese Shisha hier gewinnen von Diamond Hooker. Die haben mir die kleinere hier extra nochmal mit dazu geschickt, nur damit ich die an euch verlosen kann. Das ist dieser 4... S3.0NA. Ein sehr feines Stück auch. Ziemlich edel, relativ klein. Herr Klenk. Die ist halt gut zum Mitnehmen, also wenn man mal unterwegs schießen will. In der Tat. Bitte verwende diesen Begriff nicht, der macht die Leute matt. Ja, aber gibt keinen Kopf dazu, nur dass du es bist. Kein Kopf und kein Schlauch. Also so, wie sie hier geliefert wurde. Müsste halt dann. Aber ich nehme mal an, hier werden Shisha Fetischisten teilnehmen. Sich bewerben. Deswegen nehme ich mal an, ihr habt Schläuche und Köpfe, von daher, ne Homo. Also was ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ganz einfach einen Kommentar zu hinterlassen mit dem Hashtag DiamondMulm und geht doch mal bitte auf Facebook, Instagram vorbei und so weiter und ein Like auf der Seite da lassen. Da würden die sich sehr freuen, die lassen die Shisha ja auch für euch springen hier sozusagen. Wenn ihr da diesbezüglich was zurückgebt, wäre fair und sehr nett. Dann gibt es auch in Zukunft mal weitere solcher Aktionen. Wir haben noch ein Schlüsselband und einen Stift bekommen, aber die wird sich der Klenk einheimsen. Die sollte eigentlich mitverlost werden, aber diese Ratte. Der Klenk ist übrigens auch sehr fresh gekleidet im neuen Hoodie hier von Diamond Hooker. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, wunderschön. Diamond Hooker, und hier steht sogar Team DH, also Diamond Hooker, hinten nochmal dieser Diamant drauf, das Ding ist fast so fresh wie der Träger selbst. Ja, das sieht echt fresh aus. Und ist vom Stoff her auch ganz nice verarbeitet. Das kann man eh nicht kaufen, also dich leider auch nicht. So, aber das, was wir heute vorstellen, ist die Carbonado 6.0. Im Prinzip das Topmodell von Diamond Hooker, was sie momentan haben. Link ist in der Beschreibung. Es gibt dort noch einen Gutscheincode, der steht auch in der Videobeschreibung, damit bekommt ihr 15% Rabatt. Ich denke, du wirst etwas schmunzeln, wenn du den Code siehst. Ja, dann freue ich mich schon. Ich bin schon gespannt. Ich habe noch keine Vorstellung, was drin ist. Eine Shisha! Naja, vom Design her, weil du meintest Carbon. Ich hasse diesen Mann. Er muss immer alles umschmeißen. Naja, wenigstens war es nicht die Kohle. So wie beim ersten Review oder war das zweite Review? Ich weiß nicht. Das war das von der Chirurgie hier dahin, glaube ich. Das waren noch Zeiten. Du machst mich wahnsinnig. Naja, hier ist eigentlich schmeiß es einfach die irgendwo hin. Wohnung ist ein Müll halt. Also. So. Alter! So, der Prozess des Aufbaus beginnt. Erster Eindruck? Sehr schön verarbeitet. Wieder schönster Edelstahl. Hier sieht man nochmal Diamond. Das Logo ist halt. Und ich mag. Das Geile an diesem Ding ist. Dicke. Also hier. Große. Das ist eigentlich Fläche, die perfekte Bowl, oder? Ja, so ja. Auf den ersten das Blick. Ding, das Ding fliegt halt nie um, wenn das wirklich auf einer geraden Fläche steht. So wie das verteilt, ist es einfach gut gemacht. Riesenauflagefläche, viel Wasser und ja. Also ganz besonders für Leute wie mich, die gerne mal eine Shisha umhauen, ist das was Feines. So massiv das Ding. Und hier echtes Kohlefaser halt. Carbon genannt. Fein, fein. Klar, das Tisch ist alles andere als optimal dafür, aber egal. Den benutze ich eigentlich meistens für meine perversen Fetische. Warum weiß ich genau, worauf du anspielst? Okay, die Shisha ist fast fertig. Wasser haben wir noch vergessen, machen wir aber gleich. Das Carbon sieht wirklich geil aus. Also, die Kohlefaser, ich hoffe, das kommt doch auf der Kamera gut rüber. Das Mundstück ist auch aus demselben Material gemacht. Hier steht Diamond Hooker in Weiß drauf. Auch sehr edel auf jeden Fall. So, der Molassefänger ist hier zu sehen. In Form eines Diamanten. Ebenfalls sehr edel. So, der Teller ist auch da. Jetzt ist das Bild auf jeden Fall schon mal mehr Shisha-artig. Was hier auf jeden Fall besonders ist, ist dieser sehr dünne, durchgehende, wie nennt man das, Hals, würde ich es mal bezeichnen. Also die Shisha sieht echt geil aus. Und sehr massiv. Dann das ziemlich fette Mittelstück. Dieser Carbonteil, der sehr gut harmoniert mit dem
Schlauch logischerweise. Echt edel, mit dem Diamanten dann noch hier. Aber für 219 Euro möchte man das auch erwarten. Ich kann es kaum erwarten, das Ding zu rochen. Das ist schon ein Zirkuszelt in meiner Hose, durchaus. So, Zubehör ist natürlich noch der Kopf mit Metallsieb und eine Zange, die man natürlich braucht für die Kohle. Und diese vier Klebefüße, die man noch drunter machen kann, wenn man den Korpus auf einen Glastisch stellen möchte. Mache ich jetzt aber nicht, weil die bei mir eher auf dem Boden steht. Das ist noch fürs Video hier auf dem Glastisch. Naja, und wie bei jeder hochwertigeren Shisha gibt es halt hier für den Schlauch dann noch. Also haben wir vergessen. Einbauen, damit die nie abknicken. Machen wir gleich noch. Kann man noch dran machen. So, Tabak ist am Start. Wir haben in diesem Fall wieder den von 7 Days Cold Peach. Der war mal in der Fanpost. Kohle sieht auch schon gut aus. Da kann sie gleich losgehen. So, jetzt geht's los. Zieh doch mal an, Mann! Wie man auch sieht, wir haben jetzt zwei Schläuche hier angeschlossen. Man kann natürlich bis zu vier gleichzeitig installieren. So, jetzt sieht man sehr schön, das ist halt hier sozusagen die Flüssigkeit, die von dem Tabak aus den Hals runterläuft. Dann wird sie hier aufgefangen, dafür ist dieser Glasbehälter da. Damit das Ganze halt nicht das Wasser verunreinigt, damit man dieses Wasser monatelang nicht säubern muss. So wie es in den meisten Shisha-Bars gang und gäbe ist. Ich muss mal meinen Kurven, ich habe meinen zerschmissen. So, jetzt blubbern wir schon hier seit ungefähr einer Viertelstunde und haben gequatscht ganz normal. Und fast vergessen hier überhaupt ein Fazit zu ziehen. Also, Hashtag in die Kommentare Diamond Mulm und ihr könnt die kleine Shisha hier gewinnen. Und nochmal zur Großen zu sagen, also das ist wirklich die schönste, die ich bisher hatte. Ganz einfach wegen diesem Look, auch dieser schwarze Hals ist absolut geil. Diese Bowl, ihr seht es ja selbst, die ist zwar auch etwas teurer. Was heißt etwas? Die kostet ja um einiges mehr als die meisten anderen auch auf dieser Seite. 219 Euro. Im Preissegment von hochwertigen Shishas ist 200 eigentlich noch ganz gut. Also es gibt, wie gesagt, Shishas für 300, 400, 500 Euro. Dafür, für den Look, ist der Preis angemessen, finde ich vollkommen. Also dafür ist es eigentlich noch günstig. Aber der Preis ist ja nicht 219 Euro. Ich habe am Anfang des Videos schon gesagt, mit meinem Rabattcode, der noch in der Beschreibung steht, bezahlt ihr ja 15% weniger. Und das sind laut Adam Riese 186,15 Euro, die es am Ende noch kostet. Und das ist eine Ersparnis, die auf jeden Fall nicht zu verachten ist. Also muss man hier im Prinzip mit 186, also mit Versand so 190 ungefähr, oder ist es versandkostenfrei? Ich glaube, es ist versandkostenfrei. Unter 190 Euro rechnen, das ist schon mal eine Ersparnis von über 30 Euro. Nur wegen mir, Alter! Und ja, dafür bekommt ihr auf jeden Fall was sehr angemessenes. Für die Ewigkeit. Außer der Klient schmeißt die Shisha um. Aber da muss man schon besoffen drüber stürzen. Was auch keine Seltenheit wäre. Wenn die Shishas gut sind, dann halten die das so ab, dass ich da mal drüber stürzen soll. Ja, guck, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich diese Shisha wirklich umreiße. Was auf jeden Fall nichts kaputt geht, ist der Teller. Was vielleicht kaputt geht, ist der Molassefänger. Ja, ja. Aber alles andere geht nicht kaputt. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ich mache das jetzt hier nicht. Aber das Einzige, was hier kaputt gehen könnte, selbst wenn ich das ganze Ding umschmeiße, was gar nicht geht, das kann man wegschieben. Geht zum Beispiel jetzt hier gerade gar nicht. Das Ding ist echt massiv. Also ich kann das gar nicht kippen. Vor allen Dingen, jetzt, wir haben das ja jetzt auch auf einem Glastisch. Eigentlich machen wir dann noch Gummifüße dran. Wenn man das jetzt auf einer Glasunterlage hat, dann hält das problemlos. Da muss schon echt viel passieren, die umzuschmeißen. Das ist für mich das Wichtigste, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich die jetzt auch als meine persönliche Shisha nutzen, weil es ist mir halt eigentlich das Wichtigste, dass die Shisha nicht umfliegt. Und natürlich das Aussehen. Nee, da kauf mir Merch. Wer was? Das ist ein seriöses Werbevideo, Herr Klenk. Okay. Also, wir beenden das mal an dieser Stelle. Ich denke, wir haben uns die Shisha ordentlich angesehen. Dazu muss man eigentlich auch gar nicht so viel sagen. Ich weiß, wir sagen immer dasselbe, das Zeug ist hochwertig, sieht gut aus, aber es ist ja einfach so. Was für Worte soll man dann verwenden sonst? Ja, wir würden ja auch keinen Müll vorstellen. Also, wenn wir Müll vorstellen, sagen wir, dass wir Müll vorstellen. Also. So ist es, ihr kennt mich ja. Und wer so eine Shisha mal hier erhoben hat und zu Hause stehen hat, der weiß ja,
von was ich spreche. Man muss es halt in der Hand halten, beziehungsweise mal selbst sehen und nicht nur durch so ein Video. Ist schon geiles Zeug. So, wir fangen jetzt aber gleich mit dem Livestream drüben an, blubbern die Shisha weiter und ich sag mal auf Wiedersehen. Viel Spaß mit dem Gewinnspiel. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wann es aufgelöst wird. Das steht in der Videobeschreibung. Und weil ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wann das Video genau rauskommt. Deswegen, ja, viel Spaß auf jeden Fall. Fickt euch einfach alle.